Veranstaltung. Liebe Jugendliche, liebe Kinder, liebe Arbeitslose von morgen. In etwa 140 Jugendzentren der offenen Kinder- und Jugendarbeit hängen die Jugendlichen Frankfurts rum, schlagen die Zeit tot, spielen Billard, trinken ungesundes Zeugs, stehen stundenlang am Tischkicker rum und nehmen illegale Drogen. Also all das, was die Alten in Kneipen, Bars, Clubs und Puffs jedes Wochenende treiben. Doch während diese ganzen Etablissements während der Corona-Krise mit Fördergeldern gepampert werden und alle paar Monate mit einem neuen Ende des Lockdowns belohnt wurden, mussten Jugendzentren geschlossen bleiben. Fördergelder, Fehlanzeige, eine Frechheit! Kinder und Jugendliche sind faul. Sie liegen ihren Eltern und dem Staat jahrzehntelang auf der Tasche und wollen am Ende der Schulausbildung auch noch die Kohle für ein Jahr Work and Travel in Australien sehen. Ist das gerecht? Wir sagen ja! Es kann nicht sein, dass wir Kinder und Jugendliche 2 Jahre lang ohne Konzept in Homeschooling-Quarantäne oder verseuchte Klassenräume stecken. Und jetzt, da die Jugendzentren der offenen Kinder- und Jugendarbeit endlich wieder öffnen, fehlen 2,2 Millionen Euro, um Kindern und Jugendlichen ein Angebot zu liefern, das sie nach 2 Jahren Corona-Pandemie auch verdammt nochmal verdient haben. Deshalb setzen wir, die Partei und die Fraktion im Römer, uns natürlich dafür ein, dass die Finanzierung der offenen Kinder- und Jugendarbeit gerade jetzt gewährleistet wird. Wir sind zwar eine kleine Lobby, aber wir versprechen euch, liebe Kinder, liebe Jugendliche, dass wir erfolgreicher sein werden als die Lobbyorganisation der Alten, Rentner und LetztwählerInnen, nämlich die CDU. Vielen Dank.